Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich... Heute zeige ich euch meine beendeten Reihen im Jahr 2016. Das sind leider sehr wenige, aber egal. Wir fangen einfach mal an und meine Kamera macht sich wieder selbstständig. Machst du das? Ich muss sie irgendwie mal feststellen, aber irgendwie ist sie doof. Naja. Auf jeden Fall zeige ich euch jetzt meine beendeten Reihen. Und ja, eine Reihe, die ich beendet habe, ist Vampire Academy von Rachel Mead. Das ist die Reihe um Rose, Lissa, Dimitri und so weiter. Ich wollte eigentlich noch eine Reihenvorstellung dazu abdrehen. Ich weiß aber nicht, ob ich es noch machen werde. Ich schau mal. Es kommt drauf an. Ich glaube aber nicht. Ja, ich weiß noch nicht so genau. Ich werde euch auf jeden Fall die Bücher mal verlinken. Dann könnt ihr da mal reinschauen. Das ist auf jeden Fall eine richtig coole Vampir-Internatsgeschichte. Ich mochte sie richtig, richtig gerne. Insgesamt war das eine gute 4-Sterne-Reihe, also eine sehr gute 4-Sterne-Reihe. Und ich mochte sie total. Ich bin irgendwie total traurig, dass sie vorbei ist. Aber ich habe ja jetzt Bloodlines. Ja, nichtsdestotrotz bin ich irgendwie trotzdem traurig, dass sie vorbei ist. Aber bei mir ist es irgendwie immer so, wenn sobald eine Reihe vorbei ist, ach ja, bin ich irgendwie ein bisschen traurig, niedergeschlagen, weil es ist irgendwie so komisch, dann sind die Charaktere auf einmal weg, obwohl man die so lange begleitet hat. Und ja, es waren jetzt hier bei der Reihe, ich glaube, 6 oder 7 Bände und ja, jetzt ist da halt nichts mehr von übrig. Naja, machen wir mit der nächsten Reihe weiter. Bei der ist nicht ganz so schlimm, also es war natürlich schlimm, sie zu beenden, aber nicht so schlimm wie bei Vampire Academy. Nämlich geht es um die Rockstar-Reihe, also diese Stage-Dive-Reihe. Die habe ich ja komplett zusammen mit der Gabi gelesen. Wir haben da auch eine Reihenvorstellung zu abgedreht. Die werde ich euch auf jeden Fall mal in die Infobox verlinken. Das ist halt so, das sind halt so typische New Adult-Geschichten, aber mit ganz, ganz tollen Charakteren. Also man gewinnt, also man schließt eigentlich alle Charaktere ins Herz. Ich habe sie alle total lieb gewonnen und ja. Ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll. Es ist einfach eine ganz tolle Reihe. Wenn ihr New Adult Fans seid, dann solltet ihr das auf jeden Fall lesen. Wenn ihr New Adult bis jetzt noch nicht gelesen habt, aber gerne damit anfangen möchtet, dann ist das auch eine super Einstiegsreihe dafür. Ich fand die Reihe einfach total klasse. Und ja, ich freue mich auf das, was noch so von Kylie Scott kommen wird. Und bin sehr gespannt. Ja, sie hat ja auch schon ein neues Buch rausgebracht, was mir auch sehr gut gefallen hat. Und ich bin mal gespannt, was sie noch so rausbringen wird. Ich finde auf jeden Fall, dass Kylie Scott eine super New Adult-Schreiberin ist. Das hat die voll drauf und deswegen lese ich ihre Bücher auch total gerne. Und bei ihr ist es mittlerweile schon so, wenn ich sehe, da kommt ein Buch raus, dann lese ich mir gar nicht den Klappentext mehr durch, weil ich einfach weiß, dass es gut ist. Und ich bin ja eben voll der New Adult-Fan und ja, deswegen... Dann eine weitere Reihe, die ich dieses Jahr schon ziemlich früh beendet habe, aber ich wollte sie euch trotzdem zeigen, der Vollständigkeit halber, ist die Lux, wie auch immer, Reihe von Jennifer L. Armentrout, meine große Liebe. Ihr wisst, ich liebe diese Reihe sehr. Ich muss sagen, der letzte und finale Band hat mir leider nicht so gefallen. Also er war natürlich gut, ich liebe die Charaktere. Aber das, was da so alles passiert ist, fand ich für mich ein bisschen übertrieben. Aber es liegt wahrscheinlich dann auch an meinem Lesegeschmack, dass ich sowas im Allgemeinen nicht so gerne mag. Aber im Großen und Ganzen ist das eine ganz tolle Reihe mit super tollen Wesen. Also wenn ihr mal was lesen wollt, was es so noch nicht gibt, also das ist echt cool. Es sind ganz andere Wesen, also nichts mit Vampiren, Werwölfen oder sonst irgendwas. Das ist ganz toll. Damon ist total heiß. Katie ist eigentlich auch eine total coole Protagonistin. Und ja, ich mag diese Reihe total. Ich werde sie jedem empfehlen. Und wenn wir gerade schon bei meiner Göttin Jennifer L. Armentrout sind, habe ich noch eine weitere Reihe von ihr beendet. Nämlich die Dark Elements Reihe. Auch eine super geile Reihe. Wenn ich jetzt sagen müsste, welche Reihe mir besser gefällt, könnte ich so gar nicht sagen. Die sind auf Gleichstand. Obwohl Dark Elements war schon richtig cool. Ich weiß nicht. Also es war eigentlich beides cool. Es war einfach beides geil. Vor allem auch die Männer sind geil. Hier fand ich Ross. Oh Gott. Ross ist my bookish boyfriend. Ich liebe ihn einfach. Er ist so cool. Er ist so toll. Er ist so geil. Und er ist einfach vollkommen klasse. Genau wie Damon. Aber ich glaube, also bei dem Männerkampf würde, glaube ich, Ross um ein ganz kleines bisschen gewinnen. Aber ja, um was geht's hier? Geht's um Layla, die...
halb Gargoyle, halb Dämonen ist. Und ja, dann geht's ein bisschen um so einen höheren Kampf. Es geht um Dämonen, es geht um Gargoyle. Es ist sehr, sehr cool. Es ist eine coole Geschichte. Ich mochte es sehr gerne. Ich muss sagen, als ich mir damals den Klappentext vom ersten Teil durchgelesen habe, fand ich den nicht so ansprechend. Aber als ich dann den ersten Teil gelesen habe, der hat mich wieder vollkommen umgehauen. Aber ich muss sagen, mich hat auch damals der Klappentext von Obsidian überhaupt nicht angesprochen. Ich habe mich so lange geweigert, das Buch zu lesen. Und dann habe ich es gelesen und habe es einfach nur geliebt. Und ja, also wenn euch die Klappentexte nicht ansprechen, lest es trotzdem. Das ist auf jeden Fall wert. Und ja, jetzt kommen wir auch schon zu der letzten Reihe. Aber das Buch, was ich euch jetzt zeige, ist eigentlich keine Reihenbeendung. Aber ich möchte es euch trotzdem zeigen. Einfach damit ich euch ein paar mehr Bücher in diesem Buch, beziehungsweise ein Buch mehr in diesem Video zeige. Und zwar geht es um die After-Reihe und um Before Us. Ich habe jetzt einfach mal Before Us als das Ende für die After... Oh Gott. Jetzt habe ich mir eine Delle reingehauen. Ich könnte mich gerade umbringen. Wie doof bin ich denn? Oh Mann. Ist für mich... Beziehungsweise sehe ich jetzt einfach mal als das Ende der After-Reihe. Ich habe das gelesen. Ich mochte es sehr gerne. Es ist nicht nur aus Hardins Sicht geschrieben, sondern aus der Sicht von ganz vielen Nebencharakteren aus der After-Reihe, die, wie ich finde, die man eigentlich ziemlich hasst und nicht so gerne mag. Und dann aus deren Sicht was zu lesen, das fand ich sehr, sehr cool. Das hat mir sehr gut gefallen und... deswegen zähle ich das einfach mal zur After-Reihe zu. Mehr gibt es da auch gar nicht zu sagen. Das waren auch schon leider die Reihen, die ich beendet habe. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich noch irgendwas beendet habe. Das ist leider nicht der Fall. Ich kann euch da leider keine Bücher zeigen. Es tut mir sehr leid. Und schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, wie viele Reihen ihr dieses Jahr beendet habt. Das würde mich sehr interessieren. Wahrscheinlich deprimiert es mich da nur. Aber gut, ich möchte auf jeden Fall dieses Jahr sehr viel mehr Reihen beenden als letztes Jahr. Und ja, ich hoffe, ich schaffe das. Und das war es erstmal mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!